So, meine Lieben, jetzt geht es um den Song Hey Ya von Outkast. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine, das ist auch irgendwie, jetzt muss ich nochmal gucken, der Theme-Song von The Scrubs. Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Ja, wir versuchen das mal. Es ist eigentlich ganz easy, zumindest die Version, die ich jetzt rausgesucht habe. Wir brauchen ein G, dann ein C9, dann ein D und ein E-Moll 7. Eigentlich laut Angabe ein G, ein C, ein D und ein E-Moll. Aber ich finde, das klingt besser mit den anderen Griffen. Wenn ihr unbedingt diese Griffe machen wollt, ich schreibe euch die anderen Griffe nach unten rein. Ich finde, es klingt besser mit denen hier. Ihr müsst mal gucken mit Capo. Ich habe mir jetzt nur so ein... Ja, ich glaube, wir brauchen Capo. Ich bin jetzt gerade am Gucken. Der Typ, bei dem ich jetzt geguckt habe, der hat ein Cover gemacht. Der hat das Capo auf dem dritten Bund. Ihr probiert es einfach aus. Es kommt ja auch darauf an, wie ihr das singen wollt. Hoch, tief. Laut Angabe... Ja, laut dieser Angabe Capo auf dem ersten Bund. Ich bin jetzt etwas irritiert, aber... auf dem dritten. Das ist ein bisschen hoch, oder? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So wie ihr das singen wollt. Ich mache das jetzt mal auf dem ersten. Und dann ist es immer G, CH9, D und E-Moll 7 den ganzen Song durch. E-Moll 7 mache ich ja so, ist es ja, glaube ich, falsch, aber so mache ich das immer. Normales E-Moll hier oben und hier unten die beiden Seiten im dritten Bund, die unteren beiden Seiten. So, und dann könnt ihr das den ganzen Song so durchspielen. Ach so, und ich sage euch noch was zum Strumming, weil das ist ein bisschen verwirrend. Also beim G mache ich down, down, up, up, down, up. Dann CH9, zweimal down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Beim D nur down, down, up. Und beim E-Moll down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Da wieder zweimal. Aber ich schreibe euch das gleich in die Infobox. Ist ein bisschen verwirrend am Anfang. Aber die, ja, müsst ihr leider so machen. Dann kommt der Chorus. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Und dann... Hey, hey, yeah. Natürlich genauso strum wie gerade, aber Steffi macht das mal ein bisschen anders. Hey, yeah. Hey, you think you got it, oh, you think you got it, na 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 na. We get together, oh, na 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 na. Und so weiter und so weiter. Ich lasse es lieber mit dem Singen. Ja, viel Spaß damit. Adios.